Hier eine Übung zum Rechnen mit Klammern. Vor diesen Klammern steht ein Minus. Also lassen wir dieses Minuszeichen mit den Klammern fallen, indem wir zwischen Klammern alles entgegengesetzt nehmen. Das wird also zu 4x². Vor diesen Klammern steht ein Malpunkt. Also wenden wir die Distributivität an. Plus mal plus, das macht plus 2x². Und plus mal minus, das macht minus 2y hoch 2. Also so. Und vor diesen Klammern steht ein Minus. Also lassen wir dieses Minuszeichen mit den Klammern fallen, indem wir zwischen Klammern alles entgegengesetzt nehmen. Also minus 5x plus y². So. Und hier können wir noch weiterrechnen, weil hier haben wir zwei x-Quadrattermen und hier haben wir zwei y-Quadrattermen. Die Summe dieser beiden Termen ergibt 6x² und die Summe dieser beiden Termen ergibt minus y². Und diesen Term minus 5x schreiben wir einfach ab. Somit ist die Übung schon beendet.